Hallo ihr Lieben, Straveti Mili, hello dears, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich zeichne heute auf Wunsch von Alina, liebe Grüße, eine Eidechse. Und zwar möchte ich irgendwie süß machen, aber ich möchte auch gleichzeitig die Eidechse zeichnen, die bei uns auf der Terrasse unter den Brettern wohnt. Also wir haben sie den ganzen Sommer lang beobachtet, wie sie sich sonnt, Fliegen beobachtet. Übrigens wollte sie keine Wespen. Also ich habe gesehen, dass sie eine Wespe beobachtet hat, aber die hat sie nicht gefressen. Ich weiß nicht, ob sie ihr nicht gefallen hat oder ob sie grundsätzlich keine ist. Jetzt zeichne ich auf Wunsch, wie gesagt, so einen Gecko, so eine Eidechse. Ich habe die Eidechse, die wir hier unter der Terrasse haben, vielleicht ist es eine, vielleicht sind es aber mehrere, die waren letztes Jahr auch schon da, also wir sehen immer nur eine, vielleicht sind es mehrere, ich weiß es nicht. Die ist relativ bräunlich, also die hat super schöne Muster, aber ihre Farbe ist ziemlich braun. Ich wollte aber nichts Braunes zeichnen, zumindest noch nicht. Vielleicht mache ich das im Winter oder im Herbst, aber momentan habe ich einfach noch Lust auf Farbe. Ja, und dann habe ich gegoogelt und wollte, also die Echse, die ich habe, also unter der Terrasse und gleichzeitig aber mit einer anderen Farbe. Und dann habe ich eine super schöne gesehen hier. Das ist eine. Ja, so Smaragdgrün. Ich weiß nicht, wie sie auf Wikipedia heißt, aber mit Sicherheit kann man die auch finden. Auf jeden Fall habe ich eine gesehen, die super schöne, ja, so türkisfarbene Schattierungen hat mit Grün, mit, also jetzt muss ich die Finger hier abzählen. Eins, zwei, drei. Ein super langer. Der ist wirklich so lang. Die haben hier natürlich so alle so ganz leichte Knubbel, aber ich hoffe, das können wir nachher so ein bisschen zusammen ausarbeiten. Und dann nochmal drei. Und jetzt versuche ich aus zwei Fotos, die mir gefallen haben, ein Foto zu machen. Ich habe aber zuvor keine Skizze gemacht. Das heißt, ich bastel die praktisch jetzt direkt vor euch hier so irgendwie zusammen. Ich möchte das aber ja irgendwie schon so interessant machen. Und die Echse, die hat einen super langen Schwanz, der hier ganz fein. Das mache ich hier, weil ich eventuell später hier das Denny reinbaue. Mal gucken. Ja, so ungefähr ist meine Eidechse. Ihr seht sie hier, ja. Also, das Auge machen wir mit Schwarz. Lassen natürlich einen Glanzpunkt, aber gleichzeitig muss es ein bisschen so ein helles Braun bekommen, damit wir so ein bisschen so ein glänzendes Auge haben. Ich möchte jetzt versuchen, also hier die Muster zu zeichnen, die wir später in so dunklem Grün oder Grau ausmalen. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren, meine Lieben. Also wir haben jetzt die Muster gezeichnet, wobei wir das jetzt dann gleich mit einer anderen Farbe dann wieder ausarbeiten werden. Ich möchte jetzt einfach mal anfangen auszumalen, damit wir schon mal ja eine gewisse Grundlage haben, damit ich einfach auch weiß, in welche Richtung es farbig geht und wo wir was alles machen müssen. Die Muster kann man ja später trotzdem noch dazu ergänzen, denn diese Muster sind relativ dunkel, also man kann dann auf die helle Hautfarbe, also die türkishelle, hellgrüne und so weiter, kann man immer noch was dazu malen. Ja, hier hat unsere Echse Fältchen. Mal schauen. Also hier möchte ich noch ein bisschen mehr in Blau. Ja, der Mund ist relativ dunkel und grün. Hier über den Augen ist auch ein bisschen Schatten. Also er hat Falten hier
Und um die Augen herum ist sehr hier und da heller, aber im Prinzip ist alles hier ziemlich grünlich. Und er hat so ganz leichte, also man kann das so ein bisschen andeuten, so ganz leichte Schuppen. Das könnt ihr alles so ein bisschen andeuten. Dann haben wir hier eine relativ beige Geschichte bis zum Nasenloch, also er hat hier Nasenlöcher. Und hier muss man natürlich ein bisschen mit Verlauf arbeiten. Ganz leichten Verlauf machen, damit ihr das auch fein und schön alles habt und wir zu den nächsten Farben einen schönen Verlauf haben und nicht durcheinander kommen. Das ist hier relativ hell und um das Auge herum wird es aber hier drunter dunkler. Und wie gesagt, ich möchte eine freundliche Hexe machen. Hexe. Eine freundliche Hexe. Dann haben wir hier ein relativ dunkles Blau und dann geht es gleich wieder so fleckenartig ins Türkise rein. Und hier ist der Mund auch relativ türkis und hell. Hier drüber mische ich sehr gerne mal das Grün mit dem Türkis. Und wir können gerne noch ein bisschen die Grüntöne, die wir sonst so an Polychromos haben und so weiter, können wir gerne noch ein bisschen mit reinmischen. Es schadet nicht, wenn er mehrere Farben hat. Bloß nicht nur eine verwenden, weil das wirkt immer so ziemlich langweilig. Aber so die verschiedenen Grüntöne, wenn man die so ein bisschen mitmischt, dann hat das gleich was, ja, so ein bisschen was Edleres und Wertvolleres. Hier hat er auch so ganz feine Flecken. Ist auch schön, wenn man sowas andeutet. Es muss nicht eine Farbe sein. Übt euch darin, einfach mehrere Farben zu verwenden. Das ist bei solchen realistischen Zeichnungen oder bei künstlerischen Zeichnungen immer schön, wenn man versucht, mit mehreren Farben zu arbeiten. Hat auch gleich was Impressionistisches. Also nicht nur einfach ein Braun nehmen und gleich alles in Braun ausmalen, sondern die verschiedenen Töne des Brauns immer wieder mal zusammen verwenden. Hier können wir schön mit so einem Zehnercolor Blau, also so ein helles Blau, alles so ein bisschen verblenden, vermischen, damit es feiner wirkt. Hier ist die Hexe relativ hellgrün und das mache ich jetzt auch, wobei ich hier höchstwahrscheinlich auch ein bisschen mehr auch ins Gelb reingehen werde. Das ist ein Polychromos Gelb. Ich glaube, das ist das Strohgelb. Also ich mag dieses Strohgelb sehr, das habe ich euch schon mal gesagt, weil das ein sehr, sehr helles, feines Gelb ist. Dieses helle, feine Gelb bekomme ich oft nur mit Weiß gemischt, zum Beispiel bei meinen Farben. Und hier haben sie es für mich schon gemischt, das finde ich schon super. Was uns am Kopf noch fehlt, sind so ganz kleine Schüppchen. Macht ruhig so ein bisschen mehr. So glatt ist unsere Eidechse nicht. Und weil ich aber keine Lust habe, sie hier die ganze Zeit also abzuzählen, wo die Schuppen genau auf dem Foto sind, deswegen mache ich da einfach so kleine Muster. Das reicht dann schon aus. Hier können wir dann mit diesem Grün gleich weitermachen. Und zwar haben wir hier unser Muster. Und das ist hier dieser hellgrüne Bereich. Und ich male drumherum alles, also ich lasse alles aus. Da, wo die Muster kommen, möchte ich sie später dunkler machen. Aber dieses hellgrüne, das bleibt. Hier müssen wir jetzt das Türkis mit dem Grün verbinden. Das ist hier dunkler. Und diese Muster, die da dazwischen sind, müssen gleichzeitig mit so einem Grün dann hier einen Verlauf bilden. Also hier dunkler, schön mit dem Verlauf arbeiten. Dunkler nach hell, dunkler nach hell. Hier kann man auch ruhig diesen Verlauf schon mal vorarbeiten, weil den brauchen wir sowieso, den Verlauf.
Und hier dann so ganz leicht abschließen. Bei dem Schwanz werden wir später ein bisschen die Muster ausarbeiten. Und hier wird sich das mit dem Türkis verbinden gleich. So, und da kommt jetzt unser Türkis und da könnt ihr jetzt ruhig hier euch in türkiser Farbe austoben. Ich liebe Türkis, also ich kann darin baden. Ich habe euch schon mal gesagt, ich kann auch in Rosa baden, aber in Türkis auch. Also Türkis ist einfach die Swimmingpool-Farbe, die Sommerfarbe und so Leichtigkeit und alles. Ich liebe Türkis. Hier haben wir natürlich auch Verlauf zum Bauch hin und die Schüppchen, die können wir später dann nochmal ausarbeiten. Hier müsst ihr euch einfach an diesen Verlauf ein bisschen halten, damit wir dann die Muster später auch dazu machen können. Hier gehen wir jetzt in den Schwanzbereich rein und haben hier auch einen schönen Verlauf, indem wir aber auch natürlich gucken, dass wir hier die Outline behalten. Hier das Bein werde ich ein bisschen so umranden und ausspannen. Es ist interessant, dass auch bei der türkisfarbenen Hexe, sage ich schon wieder Hexe, Echse, trotzdem die Beine nicht türkisfarben sind. Genauso wie bei den braunen. Die haben nämlich auch so Muster, die mache ich aber jetzt nicht so genau, weil ich die auch nicht so genau sehe. Die sind auch mit Braun und Grün, also gemischt und mit dieses Strohgelb, damit einfach so ein Ton hier reinkommt. Denn ich brauche einen Ton, ich muss wissen, wie das genau ist. Hier sind die Fingerchen auch in so einem hellen Ton, die können wir jetzt auch gleich ausmalen, damit ihr das auch seht. Und die sind hier auch hellgelb. Also wie gesagt, das ist das Polychromos Strohgelb. Ich liebe die Farbe. Wer sie nicht hat, darf sie ruhig bestellen. Also so für blonde Mähnen oder für blonde Kinder ist das die perfekte Farbe. Dann habe ich hier so ein bisschen so türkise Farben, die möchte ich betonen, auch da wo die Fältchen sind, das sieht man, das ist türkis. So, und versuche jetzt die Muster in diesem Beigebraun zu machen, wobei wir auch andere Farben mit reinmischen müssen. Aber fürs Erste werde ich mich jetzt mal so daran halten und erstmal diese Muster reinbringen. Einfach in diesem Beigebraun ausmalen. Ich merke hier, mir fehlt ein Braun. Mit einem dunklen Braun machen wir jetzt hier einfach ein bisschen mehr Schatten, damit wir das so ausarbeiten können. Das ist wichtig, weil genau von oben das Licht kommt und von unten haben wir ja dieses reflektierende Licht. Und man muss hier versuchen, ein bisschen diese Muster in diesen Schattenbereich reinzubringen. Das kann man auch ein bisschen mit anderen Farben machen. Also ich würde euch empfehlen, hier zum Beispiel auch mal ein Dunkelblau zu nehmen. Und man kann hier und da sogar ja, nachschwärzen. Für den Schwanz brauche ich aber auch so diese Muster. Das ist auch wichtig, dass wir bei dem Schwanz auch die Muster bekommen und auch hier ein bisschen, ja, also die Schuppen, vielleicht könnt ihr die so ein bisschen andeuten. Das ist hier, wie gesagt, ein bisschen schwarz. Kann man so, ja, so ganz leicht die Schraffur machen. Und zwar dieses dunkle Blau. Und dann male ich genau diese Zwischenräume zwischen dem Braun und Grün aus mit Blau, damit wir nicht so weiße Blitze haben. Weiße Blitze stören immer, vor allem wenn man hier in diesem Bereich einfach Schatten haben will. Das sieht dann zu gemalt aus. Und dann gehen wir hier so rein. Machen so einen doppelten Schatten.
Und ihr dürft euch ruhig mehr trauen, also wenn ihr merkt, es ist noch nicht genug, immer schön ein bisschen mit diesem Blau nacharbeiten. Man muss natürlich gucken, wie das genau ist, aber das braucht es. Und am besten den Stift angespitzt, aber nicht zu stark, weil das Ganze doch, ja, also es sind Schuppen, die nicht so klar auseinander zu halten sind, zumindest nicht im Schatten. Also es wirkt gleich, mit dieser Struktur wirkt es gleich so nach Eidechse. Und hier ebenso, also hier könnt ihr das jetzt auch so machen, in der Form der Schuppen. Einfach so ein bisschen so nachschraffieren. Traut euch ruhig, das wird nicht hässlich. Und hier auf der oberen Seite könnt ihr das auch mal machen. Einfach so, also möglichst den Stift nicht kaputt machen dabei. Einfach so die Schüppchen ganz leicht nachbetonen. Und die Outline. Jetzt möchte ich die Füße ausarbeiten. Die haben auch so ganz feine Schüppchen hier. Auch sowas wie Nägel mache ich jetzt auch, aber ganz fein. Und hat ja so Schuppen und Punkte drauf, also so irgendwelche Muster. Es hilft einfach, dass das Ganze realistisch aussieht mit einer Struktur. Schön mit anderen Brauntönen nachbetonen, also wirklich so die Farben ein bisschen mischen. Und wem es gefällt, kann auch ein bisschen Orange mitnehmen. Auch hier wollte ich vorher schon so ein freundliches, hier und da, einfach so ein freundliches Orange. Auch hier so ein bisschen. Schadet nicht. Wirkt gleich realistischer. Und ja, vielleicht nicht realistischer, aber künstlerischer. Ja, und die Finger, wer Lust und Laune hat, kann sie richtig schön ausarbeiten. Ich bin so der Typ, Füße, Finger, das lassen wir das mal. Aber wer Lust hat, darf das gerne machen. Es zeugt immer von viel Qualität, wenn man sich Zeit für die Finger und Füße von der Eidechse nimmt. Weil das ist etwas, was man später in der Zeichnung, also wenn man die abfotografiert, das ist etwas, was die anderen Leute dann auch sehen. Wie hast du die Füße, die Hände und die Finger gemacht? Ich weiß, es gibt viele Illustratoren, die, so wie ich auch manchmal, die versuchen dann die Hände zu verstecken oder die Füße oder machen sie einfach falsch. Das ist nicht gut. Immer wenn ich einen Illustrator sehe, der schöne Hände und Füße macht, bin ich immer total begeistert. Das zeugt von Qualität, das gefällt mir einfach sehr. Hier mache ich gerne mal ein paar andere Flecken, das ist einfach schön. Und hier mischen wir die auch mit rein, damit man sieht, dieses Bein kommt von dieser Echse. Und hier auch ein bisschen blau, also so blauen Schatten mit reinmischen. Darf man ruhig machen. Also verschiedene Farbenschatten mitmischen. Bei den Nägeln bin ich mir überhaupt nicht sicher, aber ich mache die jetzt mal. So, und hier das hintere Bein. Das ist das Problem, weil ich das einfach nicht sehe. Ich habe es mir praktisch so ausgedacht, aus zwei verschiedenen, die beide überhaupt nicht so aussehen. Deshalb muss ich jetzt irgendwie illustrieren. Das ist ja, also wenn man nicht abzeichnen kann, muss man illustrieren. Aber das kriegen wir schon hin. Also auf jeden Fall hat es auch Flecken und Schatten. Das kann man sehen. Die Finger sind ähnlich aufgebaut, also hier auf dieser Seite hat man so ein Muster
mit Nagel. Dieser Finger hier ist tatsächlich so lang, also der, das ist einfach ein längerer. Und hier haben wir auch solche Muster. Und hier auch. Also all das könnt ihr so im Großen und Ganzen so machen. Und hier haben wir jetzt, ja, das muss ich hier auch verbinden. Also die Flecken, die wir hier haben, müssen wir jetzt hier auch ein paar reinbringen, damit man sieht, das ist das gleiche Bein von der gleichen Echse. Und dann so, und dann mustern wir das so ein bisschen. Aber wie gesagt, sie sind heller, also sie, die Beine sind ein bisschen anders als jetzt der Rest. Und damit hier diese weißen Flecken so schön zustande kommen, weil die gefallen mir schon sehr, muss man hier so ein bisschen außenrum bearbeiten. Und da, wo ihr meint, so ein bisschen Schatten reinbringen. Hier auch und hier auch, also die haben schon Muster hier auch auf den, auf der Handfläche, auf der Fußoberfläche. So, ihr Lieben, ich wollte euch nicht zu lange aufhalten. Deshalb werde ich dieses Video hier bereits beenden. Es ist eine Echse geworden, die, man kann schon sagen, Danny zeichnet Echse ist. Also wahrscheinlich gibt es genauso eine nirgendwo. Wir haben sie aber schön gemischt. Aber ich wollte, wie gesagt, so eine Smaragdgrüne. Und hier möchte ich ein bisschen mehr Schatten reinbringen, damit man die einfach auch besser erkennt, wo der Kopf ist. Und ich wollte natürlich, dass sie freundlich ist und richtig schöne Lächelnde. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn ja, bitte Daumen nach oben und bitte abonniert mich, das freut mich immer total. Vielen lieben Dank an alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Das, ihr seid so großartig, da sind so viele. Ich freue mich einfach wahnsinnig. Und wenn, ich kann euch aber sagen, dass 90% der Zuschauer meiner Videos nicht meine Abonnenten sind. Also wenn ihr dieses Video jetzt bis hier angeschaut habt und mich noch nicht abonniert habt, bitte drückt auf den Abo-Knopf. Es kommen immer Videos von mir, es werden noch viele kommen und es ist immer schön, wenn ihr dann benachrichtigt werdet und ja, wenn wir so einfach zusammen hier, es motiviert mich einfach total, wenn mich die Leute auch abonnieren und wenn es euch auch Spaß macht zu gucken und wenn ihr es sowieso macht, dann ist es großartig auch für mich. So ein bisschen so ein kleiner Motivator, kleiner Motivationsfaktor, wenn jemand wieder Abo gedrückt hat. Ich flippe förmlich aus jedes Mal, das wisst ihr alles nicht, aber ich flippe wirklich aus. Meine Kinder wissen das, wie sehr ich mich freue. Ja, und ansonsten sehen wir uns wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst, eure Dani. Tschüss.